Hallo bei Feuervogel TV. Auf geht's gegen die New Yorker Phantoms aus Braunschweig zum Heimspiel in der NRW Arena. Spektakel nicht nur auf dem Platz und auf der Tribüne. Die gute alte Ische glänzt in neuem Licht und das im wahrsten Sinne. Denn was die Lichttechnik betrifft, hat Phoenix nochmal eine Schippe draufgelegt. Wir sind das Feuer, ist die Devise. Ob das auch der Mannschaft gelingt, zeigt sich diesmal spät. Im dritten Viertel scheint der Sieg so gut wie sicher, bis es den Gästen aus Braunschweig gelingt, nach einer 10-Punkte-Führung der Feuervögel doch noch einmal zurückzukommen, aber der Reihe nach. Coach Ingo Freier schenkt den Neuzugängen Henry Dugard, Nikita Katschenkov und Keith Ramsey viele Minuten. Nach starkem Start der Braunschweiger sieht er sein Team mit vielen guten Aktionen, zum Teil souveränem Spiel. Und er muss auch mit ansehen, wie es am Ende den Rhythmus verliert. Hochprozentig die Dreierquote auf beiden Seiten und das konstant. Beide Teams liefern sich einen heißen Fight, eine ausgeglichene Partie, ein tolles Spiel für die Zuschauer in der einmal mehr ausverkauften Ische Hölle. Wenn man Phoenix einen Vorwurf machen will, dann ist es der, einfach nicht den Sack zuzumachen. Irgendwann verliert das Team den Faden und wirkt ideenlos im Spielaufbau. Nicht zuletzt wegen der wirkungsvollen Defense der Phantome. Zuletzt produzieren die Feuervögel zu viele überflüssige Offensivfouls, zu viele Ballverluste. Am Ende müssen sie sich den kämpferischen Braunschweiger mit 100-105 geschlagen geben. James Florence setzt entscheidende Akzente in der Schlussphase. Auch wenn er mit 5 Fouls frühzeitig vom Platz muss, Florence und nochmal Florence. Mein Herz beginnt schneller zu schlagen, denn ich bin im Herz zu hagen.